Wo ist er hin? Was habe ich mit ihm gemacht? Hey Leute, willkommen zu einem neuen Black Ops 2 Video. Wir spielen heute wieder ein bisschen mit einer Sniper und zwar diesmal mit der Ballista. Ich hoffe, ich bekomme damit ein bisschen was hin, denn wenn man nicht auf den Kopf aimt oder Oberkörper, ist das Ding eine Hitmarker-Maschine, ihr wisst Bescheid. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt, ob wir was hinbekommen. An dieser Stelle ein fettes Dankeschön an Stefan Demick, der mein letztes Video auf Twitter geretweetet hat. Vielen Dank für deinen Support. Danke auch an alle anderen natürlich für euren Support in der letzten Zeit. Mega geil. Und falls euch das Video hier gefällt, dann lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Und für weitere Videos lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. Und wir springen in ein Game. Wir schauen, was funktioniert. Viel Spaß. Und da ist der erste Hitmarker. Okay, okay. Hitmarker sind doch mit am Start, meine Freunde. Sie sind doch mit am Start. Ich schwöre, meine Waffe hat nicht geschossen. The fuck war das denn gerade? Sie hat einfach nicht geschossen. Es wird das absolute Pistol-Gameplay. Ich sehe das jetzt schon kommen. Einfach alles mit der Pistol gemacht, weil ich keine Snipes treffe. Ist da hinten noch Spawn? Okay, nee, sieht nicht so aus. Das war ein bisschen knapp. Oh, kommt hier einer? Tatsache, holy shit. Kommt aus dem fucking Nichts. Okay, die Waffe ist bereit. Ja, ich mache halt wirklich alles mit der Tack. Den will ich auch. Was mache ich? Okay, ab jetzt nur noch... Nein! Nein, das gibt's nicht. Wie viele fucking No-Scope-Hitmarker waren das denn jetzt gerade? Okay, jetzt fühle ich mich hier ein bisschen verarscht. Ich muss es zugeben. Der Fuck war das denn jetzt gerade? Kommen die hier hinten? Nee. Oh, einer ist noch um. Hallo, mein Freund. Bitte erklärt mir, was das war. The fuck. Okay, wir haben irgendwie gewonnen. Ey, nur die Hitmarker die ganze Zeit. No Scopes und Hitmarker. Was anderes funktioniert nicht. Es wäre jetzt mal interessant, von wo die Gegner kommen, aber wir haben absolut keine Spawn-Übersicht, habe ich das Gefühl. Oh, von hier oben? Stehen geblieben. Wenigstens den einen bekomme ich immer weg. Das ist halt schon mal was. Wo ist er hin? Was habe ich mit ihm gemacht? Er springt und ich drücke den No-Scope rein. So muss das natürlich sein. Nein, und den kriege ich nicht. Was? Oh, hinter uns. Den holen wir mal lieber mit der Pistole. Sicher ist sicher. Nein. Komm, lass mich weg. Die Pistole ist so krass teilweise. Eigentlich muss ich keine Angst haben, dass ich irgendwie verschieße. Weil dann kann ich mit der Tack spielen und die ist eh viel besser als meine Sniper. Dann schauen wir mal, was ich auf Hijacked machen kann mit dem Ding, würde ich sagen. Ich glaube, wir campen uns einfach hier oben hin und machen da die wunderschönen Snipes. Okay, man findet hier halt irgendwie überhaupt niemanden. Einer von uns, es tut mir leid. Okay, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass man da oben nicht so geil snipen kann, wie man... wo kommt er her? Wie man am Anfang vielleicht denkt. Irgendwie sieht man da ja überhaupt niemanden. Oh, hier geblieben, mein Freund. Wollte er mich da haben? Ich glaub's ja nicht. Piekt da nochmal einer? Komm, komm nochmal, komm nochmal. Ah, er war da ganz, ganz kurz. Und dann war er wieder weg. Okay, danke, Teammate. Holy shit. Nein! Was ist denn mit diesem Typen in der Mitte los? Wo gehen meine Schüsse hin? Ich versteh's nicht. Da oben war einer. Komm, piek nochmal, piek nochmal. Nein, er zeigt sich nicht mehr. Puh, wir müssen uns so ein bisschen nach vorne arbeiten. Wobei ich gerade ein bisschen Angst habe, dass jetzt plötzlich die Spawns flippen. Das wäre natürlich eher ungut. Jo, haben wir schon den Spawn-Flip? Machen wir das Ding mal vor. Nee, okay, da ist noch einer. Rennst du hier rein? Hä? Wo ist er hin? Jo, der Typ hat mir gerade Angst gemacht. Einer campt da unten, einer campt da unten. Oh, er hat mich nicht gehört, glaube ich. Wie ich das fast gechoked hätte, Alter. Holy shit. Erstmal richtig schön daneben geschossen. Jo, was? Wir haben Orbi? Ja, moin. Wer auch immer den gerade gebracht hat, ein großes, fettes Dankeschön dafür. Das ist hier mal eine ganz nice Sache, würde ich sagen. Also da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Du kommst mal mit. Hallo, mein Freund. Wer will noch? Wer will noch? Nein!
Oh, Teammate. Nein, Teammate, du bist doch da gerade unten. The fucking shit. Aufpassen, die kommen hoch, die kommen hoch, die kommen hoch. Teammate, aufpassen. Jo, was? Alter. Ich dachte, mein Teammate steht direkt hinter ihm und hat ihn irgendwie wunderschön weggeholt. Ich war mir echt sicher, dass ich da keine Angst haben muss. Ich geb's zu. Ja gut. Kommen die hier hoch? Ja. Das war natürlich hier gerade eine knappe Kiste. Würde ich mal sagen. Eine sehr knappe Kiste. Komm schon, eine noch da unten. Yes! Da haben wir den Tarnheli. Heißt der Tarnhelikopter? Ja. Ich war mir jetzt gerade unsicher, ob ich ihn schon wieder verwechselt habe, weil ich ein paar Mal Geist aus Versehen zu dem Ding gesagt habe. Und nein, das ist kein Geist. Die kleine Schwester des Geistes, kann man vielleicht sagen. Komm, nach. Mann, das wäre auch noch mein Kill gewesen. Hätte ich noch irgendwie Muni gehabt. Scheiße, das gibt's doch nicht. Oh, er spawnt aber hinten. Hallo, mein Freund. Ey, ich glaube, jetzt bin ich drin. Jetzt, glaube ich, kann ich treffen. Es braucht einfach ein bisschen, sich irgendwie umzustellen bei den Snipern, habe ich das Gefühl. Aber jetzt sitzen die ganzen Schüsse. Gut, ich hatte Hilfe mit dem Orbi natürlich. Das gebe ich auf jeden Fall zu. Aber ich glaube, ich kann mich an die Ballista gewöhnen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Lieblingssniper ist in Black Ops 2. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten war es das dann mit diesem Video. Ich hoffe natürlich sehr, euch hat es gefallen. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben für weitere Videos. Lasst natürlich ein Abo da. Und danke für euren Support. Das war's von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.